Und dazu gibt es verschiedene kleine Module. Und das erste wäre jetzt eine Übersicht bekommen über alle Energie, die in der Schweiz eigentlich ein Mensch braucht. Und da kann man so als Pizzastück sich vorstellen. Und die erste Frage wäre jetzt sozusagen, wie viel von was Energie CH? Wie viel von was braucht man in der Schweiz eigentlich? Was ist die Energieform, die man am meisten braucht in der Schweiz? Was braucht man alles für Energieformen und wie viel? Vielleicht eine Schätzfrage. Eine, die wir alle kennen, ist Strom. Wie viel von der ganzen Energie, die in der Schweiz gebraucht wird, ist echt Strom? Wer ist für, sagen wir, 3/4? Wer ist für 3/4? Wer ist für eine Hälfte? Wer ist für 1/4? Mal Hand auf für 3/4. Hand auf, wer ist für die Hälfte ist etwa Strom? Wer ist für etwa 1/4 ist auch Strom? Okay, die richtige Antwort ist, und das kann man nachlesen auf www.admin.ch, also auf der Admin-Seite von der Schweizerischen Regierung. Da gibt es ganz genaue Statistiken. Wenn man es schräg anschaut, sieht man, es ist 1/4. Es ist ziemlich genau 1/4 ist Strom. Also die meisten Menschen immer überall denken, es ist viel mehr, und es liegt daran, dass über Strom wahnsinnig viel geredet wird. Mehr als über den Rest. Jetzt wissen wir, dass da ist Strom, was ist denn der Rest? In der Teilschulklasse kann man da eine Minute lang warten und die wissen wirklich nicht, was eigentlich Energie in der Schweiz ist, die wir brauchen. Also ich komme nicht drauf. Ich hoffe, da kommt jetzt jemand drauf. Ja, ich habe es glaube beides gehört. Also, etwas ist CR drin. Ja. Und zwar ist es folgendermaßen. Das hier ist, in meiner Vereinfachung, auf dem Level ist das alles R. Und zwar ziemlich genau Hälfte. Würde man das brauchen für Warmwasser und Heizung und für Mobilität. Jetzt habe ich natürlich ein paar Vereinfachungen gemacht. Zum Beispiel ist dort in dem Teil eigentlich Erdgas. Aber Erdgas, Erdöl, ja, das Gleiche. Dann haben wir da auch noch den Holz. Holz ist von dem da 4%. Das heisst, das würde man sehen. Lassen wir jetzt auch mal noch weg. Einfach der Einfachheit halber. Holz ist da drin 4% von dem. 4% von Wärme. 4. Von Wärme und. Also Wärme für Heizung und Warmwasser. Das ist auch Wärme für Industrie, Prozesswärme da drin, alles was nicht Strom ist. Das ist eine gemischte Darstellung. Das da ist. Wo es herkommt, die Energie, die Stromenergie, und das ist, was man macht damit. Aber das sind einfach so die wichtigsten Sachen von der Energie in der Schweiz, in dem Bild. Jetzt zum Stufe weitergehen, gehen wir beim Strom noch eine Ebene neuer. Aus was macht man in der Schweiz Strom? Atom und Wasser. Genau. Das zeichnet man gerne ein bisschen gleich gross, es ist aber nicht gleich gross. Effektiv ist das da. Ein grösserer Teil Wasser. Ich kenne das Wort von der 60-40-Regel oder 60-40-Mix oder so, der Multistrommix. Und das hier ist der Atomenergieteil. Das wäre der erste Teil. Manchmal lasse ich das weg, wo jetzt kommt, manchmal sage ich es noch, weil du hast es jetzt vorher nicht gesagt, also kommt es jetzt sicher rein. Das hier wäre dann noch graue Energie. Das heisst, wir haben hier im Kreis innen all die Energie, die in der Schweiz verbraucht wird. Und zwar ist die Definition, was ist Energie, ist die Definition alles, wo man Geld dafür ausgibt. Also die Herzenswärme ist schon nicht dargestellt, auch das Essen nicht. Also auch das, was man in der Schweiz an Essen anbaut, und das Essen ist ja auch eine Energieform. Aber das ist jetzt auch da nicht drin, da ist drin alle Energieformen, die man zahlt dafür. Ist ja die öffentliche Definition von sekundärer Energie ist die Grenze, wo der Konsument zahlt. Primäre Energie ist dann der Wind, wenn er bläst, und sekundär ist dann, wenn man an der Steckdose bezahlt. Ja, das ist die Darstellung. So viel Energie brauchen wir in der Schweiz. Das ist schon das Erste. Und das Zweite wäre jetzt, aus dem die Energiewende machen.
Also aus dem Peace-Zeichen da, ich habe das Viertel extra so gemacht, damit man sich merken kann, dass es wieder das Peace-Zeichen war. Ja, genau. Aus dem Peace-Zeichen die Energiewende machen. Und das ist ja eigentlich das Ziel, warum dass man überhaupt nicht über Energie redet. Wenn man nicht eine Energiewende zu machen hätte, dann müsste man das ja auch nicht wissen, für was wir nicht wie viel Energie brauchen. Jetzt gehen wir da einfach Punkt für Punkt durch. Bei den Häusern ist es sehr einfach. Da tut man isolieren. Im Neubau braucht das Gebäude noch so viel Energie. Und wenn es gut isoliert ist, auch. Also Faktor 10 mal weniger ist easy peasy. 20 mal weniger ist auch möglich. Häuser, die gar keine Energie brauchen, weil sie wirklich alles auf dem eigenen Dach produzieren, was sie brauchen, dann noch am Schluss, sind in Extremfällen auch möglich. Aber in jedem Fall ist es möglich, durch Isolieren viel weniger Energie zu brauchen. Aber das bisschen, was dann heute moderne Häuser noch brauchen, stattdessen, das ist dann eher alles Strom. Also wenn es eine Wärmepumpe gibt als Heizung nachher, dann ist da auch ein bisschen Heizwärme drin. Da oben, sonst ist das halt Lüftungsenergie und für Steuerungen, damit Beschattung automatisch funktioniert oder so. Braucht es ein bisschen mehr Strom, aber gar kein Erdöl. Also Erdöl ist ersetzt. Das Gleiche hier, im Augenblick nimmt die Entwicklung von der Elektromobilität in ihrer Geschwindigkeit extrem zu. Vor 3-4 Jahren hat dann sich noch viel weniger bewegt. Gestern hat Tesla alle ihre Patente freigegeben für die Weltöffentlichkeit. Vor einer Woche habe ich Nachrichten gehört, dass sie in Japan größere Fortschritte in der Akkutechnologie absehbar sind, jetzt bald. Und der wichtige Part ist, ein Elektroauto und ein Benzinauto kostet pro Energie etwa gleich viel. In 2 Schweizer Franken ist etwa 1 Liter etwa 10 Kilowattstunden Strom. Also 1 Liter Öl ist etwa 10 Kilowattstunden Strom. Das ist so eine Faustregel zum auswendigen Wissen, für die uns interessiert. Und 10 Kilowattstunden Strom kostet 10 Franken, das heisst eine kostet 20 Franken. Das ist auch etwas zum auswendigen Wissen. Die meisten Menschen haben keine Ahnung, was ein Strom kostet. Sie haben keine Ahnung, was sie pro Monat zahlen in ihrer Wohnung oder wie viel Strom sie brauchen. Also ein Strom kostet 20 Rappen, das heisst Kilowattstunde, und die allermeisten Erwachsenen da innen können das nicht richtig sagen und auch nicht richtig schreiben. Ich habe noch kaum Erwachsene oder Kinder hoffen, die das können, auch Leute aus dem Beruf nicht. Das K wäre klein, wie ein Kilogramm oder Kilometer. Das Watt ist dann gross, das ist Leistung, und die Stunde ist dann wieder klein, weil es eine Stunde ist. Und die meisten sagen dann pro Stunde, schreiben das pro an, das ist falsch. Oder sie lassen es Stunden weg. Und auch das passiert auch bei den Technikern und Fachexperten teilweise und so. Darum kann man auch sagen, ein Strom, das ist wunderbar. 2 Franken, 1 Liter, 10 Kilowattstunden oder 10 Strom. Und jetzt kann man mit dem Stromauto, mit dem gleich weit fahren, wie mit dem Benzinauto, mit dem. Etwa. Nein, sag ich. Genau, falsch gesagt. Genau, das kostet gleich viel, aber mit dem Stromauto kann man mindestens 3-mal weiter fahren. So. Also, wenn das Stromauto noch einen Strommotor dran macht, der Strommotor hat dann 95% Wirkungsgrad oder 99% Wirkungsgrad, und der Benzinmotor macht da dran einen Benzinmotor, und der hat 30% Wirkungsgrad, kommt man da damit viel weiter. So. Ja, du hast den rausschneiden. Kommt darauf an, wenn ich jetzt noch viel schnurre, nee, dann höre ich mich nicht so gerne reden. Nee. Ja, wahrscheinlich. Das heißt, alles Benzin und Diesel
wird ersetzt durch so viel Strom. Sehr viele Experten in der Strombranche, in der Ingenieurprüfung, die nicht sich im Detail lang mit dem beschäftigt haben, haben das Gefühl, Energiewende mit Elektromobilität würde bedeuten, dass man das hier durch Strom ersetzt. Und das gibt die wesentlich höhere Quadratmeterzahlen von Solarenergie, was bräuchte zum Beispiel, oder wesentlich höhere Zahlen von Windkraftwerken. Und von meinem Verständnis ist es gerade so, dass wenn man das da müsste mit Strom machen, so viel Strom müsste machen, dann hätte man mit der heutigen Technologie noch relativ Mühe. Und wenn man das mitmachen, was da übrig bleibt, dann geht das. Man sollte es sofort machen. Und darum ist das wichtig, dass ein Elektromobil halt dreimal weniger Strom braucht für den Kilometer. Oder wenn es noch leicht baut, ist dann halt auch 10 Mal weniger. Jetzt im Strom da kommt auch noch ein Teil um und weg. Und zwar wird da von unterschiedlichen Zahlen geredet. Da gibt es zum Beispiel die Belüftung. Wir haben hier gesehen, wir Neonröhren. Die sind heute der Industriestandard im Bestand. Früher haben wir so Glühbirnen gehabt, die frage ich jetzt immer die Kinder, ob sie das noch kennen. Glühbirnen, ob es das noch gibt bei ihnen zu Hause. Ich nehme an, in den nächsten 2-3 Jahren passiert es, das kennen sie nicht mehr. Oder vielleicht gibt es jetzt schon Einzelne, die es nicht mehr kennen, weil es bei ihnen zu Hause schon keine Glühbirnen mehr gibt. Ich glaube gleichzeitig auch, dass Neonröhren ganz aussterben. Also plötzlich hat man auf dem Bau gesagt, auf dem Bau baut man mit keine Neonröhrenfassungen mehr rein. Im Neubau, sondern LED-Lampen und LED sind einfach nochmal ein gutes Stück effizienter als Neonröhren. Und das ist ein Beispiel, neben vielen, vielen anderen, in allen Bereichen, wie man vom heutigen Stromkonsum nochmal da kann, ein Stückchen weg sparen, ohne andere Konsum zu haben. Also einfach ein besserer Computer braucht weniger Strom. So. Es geht nicht um Verzichten, was auch ein spannendes Thema ist, aber jetzt bis jetzt noch nicht vorgestellt. Ja, dann haben wir von dieser Seite zum Schlüsselloch. Das ist die Energiewende. Das Schlüsselloch ist etwa gleich groß wie das Kuchenstück. Ich bin glaube ich größer. Es ist viel unfair da. Wenn es gleich groß ist, dann wäre jetzt spannend, wie ersetzen wir noch den Teil, dass wir mit dem Wasser und dem Ersatz für das Atom eine völlig erneuerbare Stromquelle haben für das Schlüssel und das Benzin. Dann haben wir noch eine gleich viel Energiedienstleistung, die wir beziehen können wie heute. Also Mobilität und Wärme und Bewegung und Strom und so, Licht. Wir haben dann gleich viel, aber es ist völlig erneuerbar. Jetzt für das wäre es spannend zu wissen, wie man das ersetzen kann. Und je nach Zeit tue ich das dann mehr oder weniger ausführlich machen. Einfach jetzt mal für die Zahlen. Das hier sind 3000 Strom pro Jahr. Pro Person und pro Jahr. Und wenn das 60-40 ist, also 40 sind 2 mal 20, 60 ist 3 mal 20, das ist jetzt so 2 mal 3, gibt es 4500 für das. Und wenn das ein Viertel ist, kann man es dann mal 4 rechnen, dann hat man den ganzen Kreis, braucht man 30.000 Strom, also 30.000 Kilowattstunden Energie pro Schweizerin und Schweizer im Durchschnitt im Jahr. Und das ist das, wo man statistisch gute Daten haben. Frauenenergie kann man nicht so genau sagen. Da gibt es ganz unterschiedliche Studien. Wie viel größer das Gebiet, das kann man dazu. Jetzt zum das zu produzieren, allein nur mit Solarenergie in der Schweiz, braucht pro Person 3000 Kilowattstunden pro Jahr. Und jetzt ist es so, die beiden Formeln von so 4 Panel sind so 2,5 Meter. Mal 2 Meter am Ganzen. Die sind 5 Quadratmeter groß. Und die machen 1000 Kilowattstunden pro Jahr. Also in der Päckchenwoche haben wir jeweils
so einen Anhänger von den Schulhäusern, wo genau so vier Pannen drauf sind. Darum ist das eine gute Größe. Es ist aber auch eine gute Größe, weil die 5 Quadratmeter der Pannengröße, das ist noch so, das heisst 1 Kilowatt Peak. Das ist die Größe, wo wenn die Sonne voll scheint, dann liefert so eine Anlage genau 1 Kilowatt. Und weil jetzt ein typischer Durchschnittswert von der Schweiz gerade ist, dass so eine Anlage halt dann im Jahr genau 1000 Kilowattstunden liefert, da hat es einmal genau 1000 als Zahl, die Zufall ist. Oder? Das Kilowatt hier, das ist so gewählt, aber dass genau ein Kilowatt Peak auch genau 1000 Kilowattstunden macht, das ist jetzt nur in der Schweiz so. In Deutschland reden wir von 850 im Norden oder Mitteldeutschland und in Südspanien reden wir von 1800 vielleicht. Und das hier ist jetzt der Wert, der in der Schweiz, für die Schweiz gilt. Und so eine 5 Quadratmeter Anlage macht es auch in der Schweiz. Jetzt müsst ihr da selber drauf kommen, wenn das die Formel ist, wie viele Quadratmeter brauchen wir denn, um in der Schweiz die gesamte Atomkraftwerk mit Solarenergie zu ersetzen. Wer hat es? 15. Also in der Oberstufe geht das jeweils so 3-4 Minuten. Meistens sage ich dann, ihr könnt es in Gruppe machen, sollen sie aufschreiben, bis sie es haben. Und die meisten schreiben dann 12. Und dann schreibe ich dazu 12 Panel, Höckli, Quadratmeter, Fragezeichen und dann können es alle. Aber es ist also nicht etwas zu meinem Kopf rechnen für die Oberstufe schreiben. Im Allgemeinen. Jetzt ist noch die Frage, wie viel ist das, 15 Quadratmeter? Die ganze Schweiz pro Kopf ist etwa 5000 Quadratmeter pro Kopf. Also wir haben 5000 Quadratmeter Schweiz pro Kopf. 500 Meter mal 100 Meter. Es ist etwa drittelig aufgeteilt. Vielleicht hier. Ich habe den Drittel aufgeteilt im Wald, in Landwirtschaft und dann kommt da so ein Bereich mit Gebirge und Gewässer, also nicht landwirtschaftlich nutzbare Fläche, wo auch nicht Wald ist. Und dann kommt ein Teil Verkehrsweg. Schienen, Straßen und so weiter, dann kommt das Siedlungsgebiet, dann kommt im Siedlungsgebiet noch so Abstandsgrün und so weiter, wo gar nicht versiegelt ist, dann kommt Trottoir und Plätze und dann kommen Gebäude und Gebäudefläche ist 53 Quadratmeter pro Person. Das ist Gebäudegrundfläche. Das heißt, es braucht ein Drittel von allen Dachflächen. Oder man könnte auch sagen, es braucht die grossen Dächer alle und den Land. Aber es hätte jedem Dorf Solaranlage. Es hätte nicht nur im Kanton in Mönchengladbach, das hätte ja heute schon. Es gibt viel. 15 Quadratmeter pro Person, wenn man 30 Quadratmeter größer hat pro Person, es ist viel. Aber es ist durchaus machbar. Und wir haben dann geschafft, dass wir es nicht nötig haben, Krieg zu machen, um es irgendwo zu holen. Was nicht nötig haben, das Klima zu zerstören und vielleicht den Nachkommen ihre Lebensgrundlage zu zerstören und alle Menschen nicht sterben wegen dem. Wir haben es dann geschafft, dass man eine einheimische erneuerbare Energieversorgung kennt, die auf den Dächern in der Schweiz direkt passiert, wo man auch unabhängig ist. Wir haben es dann geschafft, dass die Energie nicht mehr durch die ganze Welt transportiert werden muss, wo es Naturkatastrophen auslösen kann. Und wir haben es dann geschafft, dass eines der grössten Herausforderungen der Menschheit überhaupt so weit gelöst ist, dass die Art, das Lifestyle, the way of life, nach der Energiewende auf der ganzen Welt möglich. Also
Also auch in jedem armen Land in Afrika, sobald die genug Panels haben, können sie auch nicht viel Auto fahren wie wir. Oder was auch immer. Es ist nicht mehr eine Frage von wir sind besser und reicher als in den anderen Dörfern, sondern es ist eine Frage von ihnen. Und ich denke, wir können dann auch irgendwann glücklich in die anderen Länder gehen, dort umreisen und dort mit anderen Leuten in Kontakt vorstellen, dass sie gar nicht mehr ob es noch viel Öl gibt, wo wir uns zusammen geklaut haben. Also von diesem Zeichen zum Düsselloch, Energiewende zum Radweg und Personen zum Ali Atomkraftwerk zu ersetzen.